So, wer bin ich und worum geht's? Mein Name ist Andreas Edmüller. Wo ich herkomme, dürften Sie schon gehört haben. Ich bin in Simbach am Inn in Niederbayern geboren, aufgewachsen, war im ersten Leben Steinmetz vom Beruf. Und wurde mir das langweilig, bin ich nach München gezogen, habe Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie studiert und bin seit Mitte der 90er Jahre Privatdozent in München an der LMU. War aber nie professioneller Professor. Ich habe eine eigene Firma gegründet und war 30 Jahre selbstständiger Unternehmensberater. Wir haben es zu zweit tatsächlich geschafft, uns als Philosophen in der Unternehmensberatung zu etablieren. Der Name der Firma war Projekt Philosophie. So, seit 2019 bin ich Privatier und kann mich meinen Hobbys widmen, unter anderem Vorträge zu Woke halten, Bücher über Verschwörungstheorien schreiben und möglichst viel Zeit in den Bergen verbringen, zu allen vier Jahreszeiten. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, können Sie mich gerne googeln. Ich glaube, Sie sind jetzt nicht wegen meiner Biografie hier, sondern wegen dem Vortragsthema. Okay, das Woke-Phänomen. Frontalangriff auf die Werte von Wissenschaft und Aufklärung. Worum geht's? Worum es geht, sieht man am besten an der Struktur meines Vortrags. Ich fange mal mit dem dritten Punkt an. Grundsätzlich werde ich Sie davon überzeugen, dass wir es mit dem Woke-Phänomen auf der einen Seite und der Aufklärung auf der anderen Seite mit zwei nicht vereinbaren geistigen Koordinatensystemen zu tun haben. Beide kämpfen gegen Rassismus. Beide setzen sich gegen Diskriminierung für Gleichberechtigung ein. Nur die Aufklärung hat gute Argumente und das Woke-Phänomen, die Woke-Bewegung, hat wesentlich schlechtere Argumente. Und wer mit schlechten Argumenten für eine gute Sache kämpft, hat einen Fehler gemacht. Das ist die Kernthese. Darum geht es heute. Ich werde meine These, das ist der zweite Punkt, anhand eines konkreten Beispiels aus Neuseeland entwickeln. Das hat international für Wellenschlag gesorgt, ist ziemlich bekannt, also gut geeignet, um das Woke-Phänomen zu illustrieren. Und ist geografisch weit genug weg, dass wir hoffentlich auch eine gewisse emotionale Distanz zu dem Thema kriegen, damit Sie mehr Energie haben, um auf meine Argumente zu hören. Und einsteigen werde ich mit einer kurzen Erklärung, was eigentlich Aufklärung ist. Zum Schluss wissen Sie genau, was Woke ist und was der Unterschied zur Aufklärung ist. Der Begriff Aufklärung ruht für mich im Wesentlichen auf drei Säulen oder hat drei Kernelemente. Das erste ist das Weltbild der Naturwissenschaften. Zum einen die Theorien, kennen Sie alle. Evolutionstheorie, Newton'sche Physik, Quantenphysik. Das zweite ist ein Kanon an Methoden und Prinzipien. Zum Beispiel das Kausalitätsprinzip, das Anforderungen an die Qualität von Erklärungen stellt. Die Experimentalmethoden, die wir da haben, oder mathematische und statistische Methoden. Und die dritte Ebene ist das, was ich den wissenschaftlichen Ethos nenne. Da gibt es Grundregeln wie die Normen, mach dich so transparent wie möglich in deiner Arbeit, damit jeder weiß, wie du zu deinen Ergebnissen gekommen bist und du überprüfbar bist. Eine zweite Norm des wissenschaftlichen Ethos ist, es gibt keine Tabus, alles darf hinterfragt und auf den Prüfstand rationaler Kritik gestellt werden. So, wie wir alle wissen, die Wissenschaft war relativ erfolgreich seit dem 17. Jahrhundert und hat schon den Anspruch, dass wir mit Hilfe dieser Methoden und im Rahmen des Ethos, der sich da entwickelt hat, alle die Welt korrekt erkennen können. Das heißt nicht, dass wir nicht mal daneben hauen und Irrtum produzieren, aber die Wissenschaft hat die Methoden, um Irrtum zu erkennen und auszumerzen. Jemand hat mir gesagt, wir irren uns immer näher an die Wahrheit und an die Realität heran. Die zweite Säule oder die zweite und die dritte Säule sind normative Säulen. Die muss man meiner Erfahrung nach ein bisschen besser betonen, die sind weniger bekannt. Die erste normative Säule ist der normative Individualismus. Was heißt das? Die Aufklärung sieht die Person als Basis von Moral und Gerechtigkeit, als kleinste, als wichtigste moralische Einheit. Findet Ausdruck in unserer Verfassung im Würdegedanken. Ja, steht ganz am Anfang, die Würde der Person ist unantastbar. Das ist deswegen interessant, weil es dazu historisch wichtige Gegenentwürfe gibt. Da steht eine Gemeinschaft im Mittelpunkt von Moral und Gerechtigkeit. Zum Beispiel eine Rasse, eine religiöse Gemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft oder eine Klasse oder sonst irgendeine Gruppe, die wichtiger ist als der Einzelne. Für die Aufklärung steht die einzelne Person im Mittelpunkt. Das dritte Kernelement der Aufklärung nenne ich normativen Säkularismus. Heißt, Moral und Gerechtigkeit sind Menschenwerk, sind von Menschen für Menschen gemacht und nicht vom Himmel gefallen.
Das heißt, wir sollten diese Normen, diese Regeln dadurch begründen, dass wir irgendwie eine Anbindung ans Glück, ans Wohlergehen, an die Interessen von Menschen, von realen Personen finden und uns nicht auf irgendwelche Worte von Fantasiegestalten wie Göttern oder kosmischen Entitäten jeglicher Art einlassen. So, das verstehe ich unter Aufklärung. Jetzt zu dem konkreten Beispiel, anhand dessen ich das Thema Woke entwickeln möchte. Das führt uns nach Neuseeland und zwar geht es um Vision Mataranga. Das ist ein Programm der neuseeländischen Regierung. Der Hintergrund, dürften Sie wissen, Neuseeland ist eine der vier Siedlerkolonien der großen Briten, der Engländer. Ja, die haben Neuseeland besiedelt, in Besitz genommen. Vorher waren die Maori da. Und da lief das übliche Kolonialismus- und Rassismusprogramm. Die Einzelheiten erspare ich Ihnen. Wenn Sie sich vorstellen, dass das ziemlich übel war, stimmt genau. Also das war kein Zuckerschlecken für die Maori. Seit dem Jahr 2005 läuft das Programm Vision Mataranga von der neuseeländischen Regierung. Das soll gerade im Bereich von Forschung, Erziehung, Kultur zur Versöhnung mit den Maori beitragen, soll ein Stück Wiedergutmachung leisten, soweit es möglich ist, und soll die Maori-Kultur stärken. Mataranga ist der Name für die Kultur, für das Weltbild der Maori. Was verbirgt sich dahinter? Dieses Mataranga Maori, wie es heißt, ist ein Gesamtsystem aus Wissen und Weltverständnis, das die Maori entwickelt haben. Es ist sogar der Kern der Maori-Kultur, des Selbstverständnisses der Maori. Stellen Sie sich mal vor, gerade wenn man so im starken Kolonialismus und Rassismus ausgesetzt ist, da ist sowas sehr wichtig. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Basis, inhaltliche Basis ist ein Schöpfungsmythos. Da gibt es ein Götterpaar, die haben die Welt, die neuseeländischen Inseln und alles, was drauf kreucht und fleucht, geschaffen. Grundidee ist, alles hängt mit allem zusammen, ist irgendwie miteinander verwoben. Die Gottesschöpfung hat dafür gesorgt, dass eine durchgehende Harmonie herrscht, empirisch und normativ. Also ich kann empirisch Fehler machen, indem ich irgendeinen Blödsinn mache, und ich kann moralisch die Natur schädigen, zum Beispiel durch gewisse Handlungen, die Ahnen beleidigen. Es enthält einen durchaus beachtenswerten Schatz an Erfahrungswissen über Botanik. Welche Pflanzen sind Heilpflanzen? Welche Pflanzen kann man essen, welche sollte man nicht essen. Erfahrungswissen zum Bereich Navigation, das waren sehr geschickte Seeleute, die Maori, ja? Sonst hätten sie den Weg aus Polynesien nach Neuseeland nicht gefunden. Und die haben traditionell ein sehr fruchtbares Wissen über die Umwelt, wie man schonend mit der Umwelt umgeht, wann baut man welche Früchte an, wie sorgt man dafür, dass man eine vernünftige Jagd macht und so. Zudem enthält dieses Gesamtpaket an Welterklärung auch sowas wie mystische und esoterische Elemente, zum Beispiel den Vitalismus. Also alles in diesem Weltbild der Maori ist von einer Lebenskraft durchpulst, die ständig von diesen beiden Gottheiten ausgeht. So habe ich das verstanden. Wichtig ist, und das ist ein Grund, warum dieses Vision Mataranga so wichtig ist, dieses Programm, das die Regierung in Kraft gesetzt hat, das Ganze beruht auf mündlicher Überlieferung und hat natürlich durch die negativen Einflüsse des Kolonialismus und den Rassismus enorme Lücken in diesem traditionellen Wissensbestand gerissen. Und die sollen wieder aufgefüllt werden. Ich habe da einige Aufsätze über dieses System gelesen, die machen da auch Kongresse. Und da hat mich überrascht, dass die immer wieder Parallelen zur deutschen Romantik hergestellt haben, speziell zur Naturmystik des Novalis. Kennen Sie vielleicht, Freiherr von Hardenberg. Auch Namen wie Derrida und Heidegger sind da gefallen. Also bei Heidegger rate ich zur Vorsicht, ich bin ja Philosoph, also wenn der Name fällt, sollte man Reis ausnehmen. Aber wenigstens einer von den drei hat literarische Qualitäten, nämlich der Novalis. Gut, und um dieses Mataranga Maori hat sich ein Riesenstreit entzündet. Was ist da passiert? Im Rahmen dieses Programms wurde mehr oder weniger deutlich gefordert, dass dieses Mataranga Maori, dieses indigene Wissens- und Welterklärungssystem, an den Universitäten und Schulen als gleichberechtigt mit Physik, Biologie und Chemie gelehrt wird.
So, daraufhin haben 7 neuseeländische Wissenschaftler, sehr renommierte Professoren, einen offenen Brief geschrieben mit dem Titel In Defense of Science, zur Verteidigung der Wissenschaft, und haben folgendermaßen argumentiert. Wir müssen uns sehr genau überlegen, ob wir das zulassen. Denn wenn man die Inhalte anschaut, dann hat dieses Mataranga Maori Inhalte, die sind nicht mit den Naturwissenschaften kompatibel. Punkt 1, Kreationismus. Ja. Alle nicken, finde ich gut. Wir haben ja jahrzehntelang gekämpft, dass man das aus unserem Schulunterricht rauskriegt. Außerdem fehlt aus Sicht dieser Wissenschaftler die wissenschaftlichen Theorien zum Erfahrungswissen. Was ist damit gemeint? Erfahrungswissen zum Thema Wasser. Okay, wenn es heiß wird, ist Wasser plötzlich weg, verdampft. Wenn es kalt wird, kann ich Schlittschuh laufen drauf. Was fehlt, ist die Theorie, die mir erklärt, im Rahmen von Mataranga Maori, warum das so ist. Die Wissenschaft hat eine Theorie. Moleküle, H2O, wie verhalten die sich unter gewissen Temperaturbedingungen? Diese Erklärung fehlt bei Mataranga Maori. Das ist der erste inhaltliche Unterschied zwischen Wissenschaft und diesem indigenen Welterklärungssystem. Der zweite Punkt, den die Wissenschaftler angemerkt haben, diesem Maori-System fehlt die Methodik. Ja, die Naturwissenschaft hat mittlerweile einen ausgefeilten Methodenkanon, mit dem man an wissenschaftliche Probleme herangeht. Das ist alles intersubjektiv überprüfbar, das funktioniert. Manchmal gibt es Änderungen in der Methodik, aber da gibt es was, was man einsetzen kann, um zu Theorien zu kommen. Das fehlt bei Mataranga Maori. Da gibt es Geschichten, Anekdoten, Fabeln, Gleichnisse, aber eine wissenschaftliche Methodik oder etwas Vergleichbares ist weit und breit nicht zu sehen. Anmerkung an diesen Punkt, mir geht es nicht darum, Mataranga Maori schlecht zu machen, darum geht es auch den Wissenschaftlern nicht. Mir geht es nur darum, objektive Unterschiede aufzuzeigen. An Mataranga Maori darf, soll und kann glauben, wer will. Wir haben Religions-, Glaubens- und Meinungsfreiheit. Es geht ja nur um den Unterschied zur Wissenschaft und um die Frage, ob Mataranga Maori an naturwissenschaftlichen Fakultäten Physik, Biologie und Chemie gleichgestellt werden soll. Der dritte Punkt, darauf haben die Wissenschaftler auch hingewiesen, es gibt Unterschiede im Ethos. Mataranga Maori soll ja das Selbstverständnis, die Kultur der Maori ausdrücken und stabilisieren. Da gibt es natürlich Tabus, also Dinge, die man nicht in Frage stellen darf. Ein konkretes Beispiel zur fehlenden Kritikdynamik kommt aus dem Jahr 1999. Da wurde im Nationalmuseum in Auckland eine Ausstellung zu den Maori gemacht und da haben die einen Vorfall weglassen wollen. Da sind 1835 ein paar hundert Maori auf eine Nachbarinsel, Chatham Island, haben dort die melanesische Bevölkerung umgebracht, um die Inseln in Besitz zu nehmen und sich dort auszubreiten. Da haben einige Wissenschaftler gesagt, das gehört schon ins Nationalmuseum, in diese Ausstellung zur Maori-Kultur. Das erste Gegenargument war, das ist Rassismus gegen die Maori. Das zweite Argument, und jetzt sind wir beim Thema, war, ja, Mataranga Maori hat einen sehr diffizilen Wahrheitsbegriff. Da gibt es verschiedene Schattierungen von Wahrheit. In diesem Fall ist es so, dass wir immer noch die Spannungen mit dieser fast ausgerotteten Bevölkerungsgruppe haben und da ist der Wahrheit am besten gedient, wenn man den Vorfall verschweigt. Ja, das passt nicht zum wissenschaftlichen Ethos. Das Ziel dieser 7 Wissenschaftler war, eine offene Diskussion herzukriegen, ob das an den Universitäten und im Schulunterricht gleichberechtigt mit den Naturwissenschaften gelehrt werden soll. Was ist passiert? Bombastischer Shitstorm. Es gab einen offenen Brief, den haben über 2000 Wissenschaftler unterzeichnet. Kernaussage, selbstverständlich sollte Mataranga Maori gleichberechtigt an den Unis und Schulen gelehrt werden. Es gab jede Menge Blogger, die Rassismusvorwürfe erhoben und die Wissenschaftler beschimpft haben. So gut wie alle Berufsverbände, von den Psychologen und Psychiatern bis zu den Fischzüchtern, haben sich empört über diesen offenen Brief geäußert. Die Vizekanzlerin der Universität Auckland hat gleich gesagt, alle Wissenschaftler stehen gegen das, die sprechen nicht für die Allgemeinheit, das ist eine Beleidigung für alle Maori. Es gab ein Ausschlussverfahren zur Royal Society, also es gab ein offizielles Verfahren, dass 3 dieser 7 Professoren sofort aus der Royal Society, der Akademie der Wissenschaften, ausgeschlossen hätten werden sollen. Das ist dann im Nachhinein gescheitert, das hat nicht funktioniert. Es war internationaler Wellenschlag, die hatten natürlich auch Unterstützung, die 7 Wissenschaftler. Unter anderem hat Richard Dawkins einen Brief an die Royal Society in New Zealand geschrieben. Der hat die praktisch gefragt, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Und Lawrence Krauss, der berühmte amerikanische Physiker, hat sich für diese 7 Wissenschaftler engagiert, wie viele andere. Jedenfalls, das hat einen Riesenaufruhr
generiert. So, und jetzt sind wir beim Thema Vogue. Ein klassischer Fall von Vogue. Das Thema ist Vogue. Wie sind diese indigenen Welterklärungssysteme einzuschätzen? Und die Argumentation ist klassisch Vogue. Jetzt schauen wir uns mal diese Argumentation an. Drei Kernargumente wurden immer wieder vorgebracht gegen diese sieben Wissenschaftler. Erstens, was ihr hier macht, ist Rassismus und Diskriminierung gegen die Maori. Zweitens, selbstverständlich sind indigene Wissenssysteme wie dieses Mataranga Maori gleichwertig zu Physik, Biologie und Chemie. Und außerdem verletzt ihr die Gefühle sämtlicher Maori und solltet deshalb Ruhe geben. So, schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach diese Argumente an. Seitenwechsel, jetzt muss ich einen Blick auf meine Spickzettel werfen. Beim Thema Rassismus kamen folgende Argumente gegen diese sieben Wissenschaftler. Naturwissenschaft wurde als Waffe bei der Kolonisierung gegen die Maori eingesetzt. Stimmt. Wir alle wissen, dass die Naturwissenschaft dunkle Seiten hat. Rassismus wurde einige Jahrzehnte lang versucht, wissenschaftlich zu belegen. Dann, ihr wollt nur die koloniale und rassistische Machtbasis an den Unis in Neuseeland erhalten. Oder indigenes Wissen bezüglich Umwelt, Klima, Pflanzen soll weiter unterdrückt werden. Mataranga Maori soll weiterhin abgewertet und an der Entwicklung gehindert werden. Wenn man das hört, fällt sofort auf, das ist keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern da geht es nur auf die Funktion von Wissenschaft als Instrument des Rassismus. Und diese Überlegung ist nicht absurd, sondern führt uns ins Herz der DNA dieser Vogue-Bewegung oder Vogue-Phänomens, wie ich das nenne. Und zwar dahin. Hier ist mal wieder auf der anderen Seite. Dass der Kameramann auch ein bisschen was hat, worüber er sich aufregen kann. Dieses Argument hat eine akademische Basis in einem in den USA sehr bekannten, bei uns leider gar nicht bekannten Buch von Professor Charles Mills. Das Buch heißt The Racial Contract, Anlehnung an The Social Contract, eine Kernidee der Aufklärung. Vertritt die Kernthese, dass die Aufklärung von Anfang an von Leuten wie Immanuel Kant und Thomas Jefferson als rassistisches Unterdrückungsinstrument geplant war, um die Welt zu kolonisieren und die Vorherrschaft der weißen Europäer, der weißen männlichen Europäer, zu sichern. So, das Buch ist gar nicht so dumm durchargumentiert, das ist ein gutes Buch. Ja, Kant hat tatsächlich üble rassistische Schriften rausgehauen und in seinen Vorlesungen eine Art Rassenlehre vertreten. Thomas Jefferson und viele andere Gründerväter der US-Verfassung waren Sklavenhalter. Ja. Aber in meinem Vortrag geht es um die These, dass Vogue der Gegenentwurf zur Aufklärung ist. Und das ist das erste Element dieses Gegenentwurfs. Aufklärung ist aus Sicht von Vogue, und das ist die akademische Basis, ein rassistisches Unterdrückungsprojekt. Das hat in die beiden meistgelesenen und populärsten Bücher des Vogue-Phänomens als Grundhypothese Eingang gefunden. Das sind die beiden Bücher links und rechts. Das eine White Fragility von Robin DiAngelo und das andere von Ibram X. Kendi, How to be an Anti-Racist. Beide übernehmen die Grundtheorie, dass unsere westlichen Gesellschaften bis ins Letzte als rassistische Unterdrückungsgesellschaften durchstrukturiert sind. Bei Kendi wird das so geäußert: Wer nicht aktiv gegen den Rassismus ankämpft, sondern mitschwimmt, ist Rassist, weil er die bestehenden rassistischen Strukturen damit fördert und aufrechterhält. Der macht auch interessante Vorschläge. Kendi sagt zum Beispiel, wir sind beim Thema Aufklärung, also Diskriminierung aus der Vergangenheit kann nur durch gegenläufige Diskriminierung in der Gegenwart kompensiert und ausgelöscht werden. Er plädiert also für einen diskriminatorischen für diskriminatorisches Staatswesen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Das ist der erste Kernpunkt für meine Kernthese, dass die Aufklärung und die Vogue-Bewegung Gegenentwürfe sind. Und das ist die akademische Basis. Ja, da gibt es Kongresse zu dem Buch. Da gibt es Forschungssymposien zu dem Buch. Und nochmal, ist ein gutes Buch, sollte man lesen. Kann man nur was lernen. Ich glaube nicht, dass die These stimmt, aber dazu noch gleich was. Das zweite, was wir gehabt haben, ist das Gleichwertigkeitsargument. Wie lautet das?
Sie wissen schon, warum ich jetzt wieder herübergehe? Mataranga Maori ist ein den Naturwissenschaften gleichwertiges System der Weltbeschreibung und Welterkenntnis. Mataranga hat eigenständige Standards und Methoden, eine eigene Rationalität, eine eigene Erkenntnistheorie und einen eigenen Wahrheitsbegriff. Ein Beispiel dafür haben wir vorhin schon kennengelernt. Ja. Die sieben Wissenschaftler betrachten die Naturwissenschaften völlig zu Unrecht als dominantes System. Auch die Standards der Naturwissenschaften gelten nur intern und auf keinen Fall für andere Systeme wie Mataranga Maori. Das Gegenteil wäre intellektueller Kolonialismus und Rassismus. Es gibt also viele unvereinbare, aber gleichermaßen gute Systeme der Welterkenntnis und Weltbeschreibung. Und die Naturwissenschaften hat keinen Grund, die zu kritisieren. Das ist das Gleichwertigkeitsargument. Auch das hat eine akademische Basis, das man sich vor Augen halten sollte, wenn man sich mit dem Woke-Phänomen beschäftigt. Das Buch heißt Science Wars und ist ursprünglich eine Aufsatzsammlung, eine Sondernummer der Zeitschrift Social Text aus dem Jahr 1996 und bildet die intellektuelle Grundlage für das, was als Science and Culture Studies oder Critical Science and Culture Studies in den USA bekannt ist. Das liefert sozusagen die akademische Grundlage für die zweite Front, die Woke-Bewegung gegen die Aufklärung aufmacht. Die Kernthesen, die von den Autoren vertreten werden in diesem Buch Science Wars, sind die folgenden. Die Naturwissenschaften sind nicht universal, sondern eine Erzählung, ein Narrativ von vielen. Naturgesetze sind soziale Konstrukte, so wie die Fußballregeln. Der Konsens der Experten in der Wissenschaft entspricht ungefähr dem Konsens der Kardinäle bei der Papstwahl. Da geht es schlicht und einfach um Fragen von Macht und Einfluss. Objektives Wissen ist eine Illusion. Bei den Naturwissenschaften sollte man deshalb die cui bono-Frage stellen, wem nützt es? Und das sind wieder die weißen männlichen Europäer. Naturwissenschaft ist nichts anderes als eine Sonderform von Politik und Ideologie, die Menschen in weißen Forscherkitteln betreiben. Kein System der Weltbeschreibung ist eindeutig besser oder korrekter als andere. Das gilt zum Beispiel auch für diverse Formen des Schamanismus oder das indische Kastensystem. Ich weiß nicht, ob Sie das überzeugend finden, wenn Sie da ganz unten rumgrapschen in dem Kastensystem. Aber das Argument wird tatsächlich gebracht. Haltet ihr euch mit eurer kolonialen Vergangenheit aus unserem Kastensystem raus? Ihr habt keinen Grund und keine Berechtigung, das zu kritisieren. So, ich glaube, das sollte klar sein, dass damit die zweite Front gegen die Aufklärung aufgemacht wurde. Ja. Was ist von diesen Argumenten zu halten? Dazu habe ich auch zwei Bücher abgebildet, die nach Strich und Faden auseinandernehmen. Also das Buch von Charles Mills, das ich zuerst gezeigt habe, Aufklärung als, das ist wissenschaftlich respektabel. Hier haben wir es mit einem klaren Fall von Bullshit Science zu tun. Und das wird in zwei Büchern klar herausgearbeitet. Das erste heißt A House Built on Sand. Herausgeberin ist eine Wissenschaftstheorieprofessorin aus den USA, die Noretta Körtke. Da haben sich renommierte Physiker, Logiker, Wissenschaftstheoretiker diese Thesen aus dem Buch Science Wars Stück für Stück vorgenommen und merkt, da reden Leute über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Da macht irgendein Soziologe Betrachtung über die Entwicklung physikalischer Theorien und versteht meine Theorien gar nicht. Ja. Das zweite Buch, das man da sehr empfehlen kann, stammt von Sokal und Brigmont. Zwei Physiker, die haben sich vor allem die Texte der französischen Poststrukturalisten, auch die muss man in dem Zusammenhang ein bisschen nennen, vorgenommen und gezeigt, dass das im Grunde nichts anderes als verbal Scharlatanerie ist. Ich selber habe Logik studiert, ich kann das beurteilen. Wann immer diese Poststrukturalisten wie Derrida, Lyotard auf Metaphern, auf Analogien aus Logik, Mengentheorie, Beweistheorie zurückgreifen, um ihre eigenen Theorien damit zu untermauern, dann haben wir es mit Unsinn zu tun. Ja, das ist einfach Quatsch, kann man gar nicht anders sagen. Aber das ist die zweite ganz, ganz wichtige Basis des Woke-Phänomens, mit dem immer wieder gegen die Aufklärung Front gemacht wird. Das dritte typische Argument war, ihr verletzt die Gefühle der Maori, wenn ihr dermaßen Kritik an Mataranga Maori übt. Und das ist im Grunde ein Argument, das kennen wir auch.
aus den aktuellen Vogue-Debatten. Das mit Wissenschaft als Narrativ kennen wir aus der Gender-Debatte. Ja, das ist eine reine Erzählung der Biologie, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Machen wir eine andere Erzählung, dann ist alles in Ordnung. Das Argument mit den verletzten Gefühlen, das kennen wir alle aus der Cancel-Culture-Debatte. Ja? Wenn ein Schweizer mit blonden Haaren und blauen Augen in Schweizerdeutsch Reggae macht, dann fühlen sich so viele Leute in ihren Gefühlen verletzt, dass man denen das Reggae-Singen verbieten muss. Und das ist nichts anderes als ein Frontalangriff auf den Würdegedanken der Aufklärung. Warum? Die Würde wird in unserer Verfassung mit Hilfe von 20 Freiheitsrechten ausbuchstabiert und präzisiert. Da steckt ein Menschenbild dahinter. Nämlich wir sind fähig, diese Freiheitsrechte verantwortungsbewusst auszuüben, mit Erfolg auszuüben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn 85 Millionen Bundesbürger von diesen Freiheitsrechten Gebrauch machen, da wird immer irgendjemand irgendwas sagen, was irgendjemand anders nicht gefällt. Da ist jeder von Lebensentwürfen umgeben, die ihn mit Entsetzen erfüllen, die seine Gefühle verletzen. Das geht gar nicht anders. Und das Menschenbild der Aufklärung sagt, wir sind in der Lage, da so tolerant zu sein, dass wir damit leben können und das aushalten. Und das ist sogar der Entwicklungsmotor der Idee der offenen Gesellschaft, dass man über den ständigen Dissens, das ständige sich aneinander reiben, Ideen austauschen, engagiert diskutieren, um die beste Lösung ringen, auch wenn es schwerfällt. Wir sind fähig, das zu tun, wir sind fähig, das auszuhalten, wir sind fähig zur Toleranz. Und das ist der Entwicklungsmotor für unsere offene Gesellschaft. So kommen wir weiter. So geht's nach vorne. Das ist der Kerngedanke des Würdebegriffs, dass wir alle diese Robustheit haben. Und wer sagt, dass man offene Briefe mit dem Inhalt, dass Matramanga Maori eventuell den Naturwissenschaften nicht gleichgestellt werden sollte, deswegen nicht veröffentlichen darf, weil es die Gefühle der Maori verletzt, der greift damit den Würdegedanken an, das Menschenbild, das dem Würdegedanken unterliegt. Mein Ziel war, im Rahmen des Vortrags Sie davon zu überzeugen, dass man es bei der Aufklärung auf der einen Seite und dem Vogue-Phänomen auf der anderen Seite mit zwei inkompatiblen, nicht vereinbaren geistigen Koordinatensystemen zu tun hat. Das Weltbild der Naturwissenschaften und der Aufklärung ist aus Sicht der Vogue-Leute ein rassistisches Unterdrückungswerkzeug und nur eines von vielen gleichermaßen korrekten Weltbildern. Kann sich jeder denken, es geht ja nicht nur um die Maori, ja? Die Nächsten, die um die Ecke kommen und wieder an die naturwissenschaftlichen Fakultäten wollen, sind die Katholiken und der Vatikan. Zweiter Punkt, der normative Individualismus, der uns sehr wichtig ist, nochmal, Würdegedanke, der hängt aus Sicht der Vogue-Bewegung vom jeweiligen Bezugrahmen, von der jeweiligen Kultur ab. Es gibt keine universal verbindlichen Werte, wie zum Beispiel die Menschenwürde. Ja? Im Rahmen von Matramanga Maori sind halt die Normen wichtig, die von dem Götterpaar bei der Schaffung der Welt gesetzt wurden. Im Hinduismus ist es das Kastensystem. Aber keiner hat von außen das Recht, da irgendwie sinnvolle Kritik zu üben, denn das kann man nur von innen heraus. Und der dritte Kernunterschied zwischen Aufklärung und Vogue ist der normative Säkularismus. Der hängt vom jeweiligen Bezugsrahmen und der Kultur ab. Und davon gibt es viele. In Matranga Maori haben wir keinen Säkularismus. Da hängt alles von diesen beiden Göttergestalten, übrigens ein Götter-Ehepaar, ab, die die Welt geschaffen haben und mit ihrer Lebensenergie am Pulsieren in der Existenz halten. So, mit anderen Worten. In diesen drei Punkten bezieht die Vogue-Bewegung expressis verbis auf Basis akademischer Kerntexte volle Frontstellung gegen die Aufklärung. Beide sind gegen Rassismus, beide argumentieren gegen Diskriminierung, beide argumentieren für Gleichberechtigung. Aber ich habe es eingangs schon gesagt und ich hoffe, Sie verstehen es jetzt besser, als ich es zu Anfang gesagt habe. Wer mit schlechten Argumenten für eine gute Sache kämpft, und das tut Vogue, der schadet dieser guten Sache. Der schadet dem Kampf gegen den Rassismus, der schadet unserem Kampf, der seit der Aufklärung läuft, gegen die Diskriminierung aller möglichen Personen und der blockiert letztlich die Gleichberechtigung. Wer mit mir diskutieren möchte, gerne draußen im Foyer.
freut mich, dass Sie klatschen und es keine Schlägerei gibt. Es hat im Vorfeld nämlich einen Haufen, ja, kann ich ja sagen, dumme bis saudumme Mails gegeben, in denen Leute gedacht haben, sie müssen zu meinem Vortrag Stellung beziehen, den vielleicht sogar blockieren. Mich freut es, dass so viele von Ihnen aufmerksam zugehört haben. Ich bin kein Oberlehrer, ich misch mich nicht in Ihre Meinungsbildung ein. Ich wollte Ihre Meinungsbildung mit Argumenten unterfüttern. Thank you.